Alles, ja, alles! Na komm, du weißt selber alles und alles und tausendmal alles, gib bitte! Du weißt doch alles, ja, alles! Haben wir uns das schon versprochen? Das Blaue von Himmel, das Gold von den Sternen. Aber leider ist nichts geworden daraus und irgendwann haben sie zugegeben, das geht sich nicht aus. Liebe Freunde in Christo, so schaut's aus. Am Sonntag, da schleicht sich der Sepper dahinter die Außen, der Depp. Aber er reitet dann beim Wirten ein, als wäre er Kaiser und haut sie um 12 Uhr dann über die Häuser. Jedoch seiner Mietze entgeht er so nicht. Und er jammert und ehrt der elendige Wicht, weil die Mietze mit dem Bracker schon wart in sein Haus. Er steht unter dem Schlafen, so schaut's aus. Superman fliegt um die Häuser, Tarzan jodelt auf den Baum, der Harry Potter macht sie wichtig gut, der ist der Quotenkaiser, Siegfried rafft mit der Brunhüdel und er traut sie auch nicht heim. Die Helden sind fast nie zu Haus, aus Angst vor dem Bracker, so schaut's aus. In der Karibik, da ist es ja warm und das Leben ist leicht, meint man. Trotzdem sind gestorben so 300.000 beim Erdbeben vor Jahren. Ein Aufschrei ist gegangen rund um die Welt. Und von überall spenden die Gutmenschen Geld. Aber die Hauptstadt ist heute noch kein Bares. Und wo man hinschaut, sieht man nur Zores. Nur der Brunzpalast steht, tut das Geld jetzt zu Haus. Und die Armen verkommen, so schaut's aus. Zum Doktor kreist eh Hexens, wenn da nichts fehlt, außer Geld. Aber hey, dass du ein bisschen Geld, dann bist du nicht deppert, du tragst es zum Doktor, du feierst, posierst und haust das hinaus. Ja, lieber Herr Doktor, so schaut's aus. Aber spürst du es dann, hackelt, es fällt ziemlich weit. Dann hatschst du endlich zum Doktor weit über der Zeit. Bin eh nur verkühlt und eh nur ganz leicht. Die Schweinsgrippe höchstens, die hat mich erreicht. Und er sagt bei ihnen, da fällt's ganz woanders. Er tippt sich aufs Hirn, er ist Doktor, er kann das. Und du denkst der Hamle, Herr Doktor, Herr Straude. Und er sagt, ich mein, dass schon ziemlich pressiert. Nichts rocken, nichts saufen, kein Sex und kein Gaudi. Na klar, denkst du, ewig hast du ihn ignoriert. Kein Wunder, dass er sich jetzt revanchiert. Und dass er mich da auf einmal jetzt quälert, gerade so, wie wenn man echt was quälert. Wegen ein bisschen Raucherhurschen und einem Zirröselein werden wir da nicht gleich verdursten und ein Anti-Chicker sein. Und die Nierteln überhaupt, die sind gut durchgespült und beraubt der Steinerln, die sonst dort krachen, bei den Menschen, die nichts machen, die nicht rauchen und nicht wirsteln und auch sonst sind warme Wirsteln. Reichst dem Doktor den kleinen Finger, nimmt er gleich die ganze Hand. Dabei hast du trainiert die Dinger, die Organe unterm Gewand, hast trainiert dein Leber jeden Tag total, da musst du nicht reden. Bist beim Kirchenwirten gesessen, hast 3 Liter runtergestessen und das musst du nicht eruieren, ob das nicht auch trainiert die Nieren. Ganz zu schweigen von deinem Hirn. Doch er muss die kujonieren, der Doktor, und du lachst ihm aus. Wir schaut's denn leicht bei innen drinnen aus? Ich lass mich nicht häkeln, so schaut's aus. Doch er sagt, sie sind da nicht hinig im Hirn. Bevor ich's meine Ratschläge, dann's lieber parieren, sonst links ins Spital. Und nimmer zu Haus oder gleich auf dem Friedhof. So schaut's aus. Die Medien, die freuen sich narrisch über Krisen und Skandale, Überfälle und Randale, über Mord und Bankencrash, Amokläufe, die sind fesch, die bringen Auflauf, bringen Quoten und da jauchzen die Idioten vor ihrem Nordkastel daheim. Endlich gibt's ein Western Life. Sie schalten lauter mit dem Darm. Und andere bluten, so schaut's aus, und puzzeln einer Western Wife ganz gamsig an im Trautenhaus. Am schönsten ist ja da daheim, wenn weit weg Leute krepieren. Ja, so schaut's aus. Ungehaltene Rede an einen Diktator.
ungestellte, also nicht gestellte Fragen anlässlich einer ungehaltenen, weil nie abgehaltenen Fragestunde an einen, ob der ungehaltenen Fragen, ungehaltenen Diktator. Diese Einleitung werde ich relativ kurz machen. Das Ganze hat sich abgespielt auf der Bukarester Volksversammlung anlässlich des 25. Jahrestages der Nationalisierung der wichtigsten Produktionsmittel, bla bla bla. Und es wurde dort bei den LPGs und bei der Versammlung der Volksräte keine parlamentarische Fragestunde abgehalten, weil ja wahrscheinlich gewesen, dass das drunten gäbe, sodass die nachfolgenden nicht gestellten Fragen einer nicht abgehaltenen Fragestunde mehr oder weniger frei erfunden sind, aus dem Jahr 1973, und Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen, insbesondere hingerichteten Personen rein zufällig sind. Întrebare întâia. Erste Frage. Hochverehrtes Genie der Karpaten, geliebter Konduktator, warum suchte die werktätige Genossin Ilia Radescu den Freitod, indem sie sich vom siebten Stock eines Wohnhauses in der Kurakumpali in Mediasch, also in der Mitte des Landes und ihres Lebens, mit ihrem Baby in die Tiefe stürzte, obwohl sie beim Aufmarsch am Nationalfeiertag des Vorjahres gemeinsam mit den Werktätigen der Fabrika di Giammo die Produktionssteigerung von 1480% feierte und die Tafel Trăiască 23 August, lang also lebe der 23. August, mit sich trug. Die ungehaltene Antwort auf diese erste ungestellte Frage ist genauso wie die anderen nicht im Detail angeführt, weil diese ungehaltene Fragestunde ja nie stattgefunden hat. Întrebarea a doua, zweite Frage. Glorreiche Eiche aus Cornicești. Ist die Legasthenie des Standesbeamten, der im Frühjahr 1945 anlässlich ihrer Heirat mit der Gelehrten von Weltruf, Lenuze, verehelichte Elena, das Geburtsjahr der Mutter der Nation von 1919 auf 1916 änderte, vor seinem überraschenden Ableben geheilt worden und wurde in der Heiratsurkunde der kühnen Wissenschaftlerin und Forscherin mit internationaler Anerkennung auf dem gesamten Erdball, der Doktortitel im Fach Technische Chemie, den sie nach dem Verlassen der Schule mit bereits 14 Jahren aufgrund ihrer ausgezeichneten Leistungen nähen erhielt, ordnungsgemäß eingetragen. Întrebarea treia, dritte Frage. Großer Kommandant, gelebter, geliebter Sohn der Sonne, warum hat die Asociația Internațională Cizmar și Pantofar, also die internationale Vereinigung der Schuhmacher, also die Schustergesellschaft, ihre Nominierung für den Friedensnobelpreis nicht hinreichend unterstützt, wäre es doch ein glorreiches Zeichen für diesen Berufsstand gewesen, wenn der Sohn eines einfachen Bauern, der mit 11 Jahren eine Lehre als Schuhmacher begann, bevor er ein Jahr später im Dienste seiner Heimat verhaftet wurde, diese Auszeichnung erhalten hätte. Zudem ihre Brüder, irdischer Gott, als Staatssekretär bzw. stellvertretender Verteidigungsminister ebenfalls verantwortungsvolle Positionen innehaben. Întrebare finală, letzte Frage. La ce ora? Wie spät ist es? E târziu, prea târziu. Zu spät. Viel zu spät. Danke. O Genie der niederen Tauern. Du bist aus den niederen Tauern. Nein. Na? Ich bin aus dem Tauern. Aus dem Tauern. Der eine stirbt als kleiner Bub, der andere mit 100.
Das eine Madel wie der Hure, der was andere nicht wundert. Der eine Scheutel hat ein Masel, der andere kein Glück. Der eine hat ein super Hasel, der andere nie ein Fick. Der eine frisst einen Leberkast, der andere die Krot. Der eine Kaiser weiß ein Schaß, der andere ist ein Idiot. Der eine fährt einen BMW, der andere ein Kadett. Der eine ist ein festes Weh, der andere ganz nett. Der eine ist auf gar nichts Hass, der andere Hass wegen nix. Der eine sauft einen Whisky, der andere ein Benzin, der eine ist drauf happy, der andere gleich hin. Der eine, der heiratet eine bildhübsche Frau, der andere nie und der andere ein Mann. Der eine hat's Gold und der andere die Plag, den einen trifft die Schuld und den anderen der Schlag. Der eine, der glaubt an einen heiligen Franz, der andere, der scheißt drauf und denkt nur mit dem Schwanz. Der eine, der hat's mit der Philosophie, der andere verkommt auf der Psychiatrie. Der eine fährt an auf die blutjungen Hosen, der andere findet's Glas, wenn ihm Zahnlose blasen. Der eine, der zicht, der, weil du gesagt hast, ich hab keinen Sex drin, so. Der eine, der zicht in der teuersten Hütten, der andere beim Brandweiner in Favoriten. Den einen hörst gleich nach dem Geschäftsführer brüllen, der andere will nur sein Flamau endlich stillen. Den einen hat's in Hirn und den anderen in Haxen, den einen tut's stieren und der andere reißt Faxen. Der Grantige haut sich ganz heimlich, ja. Und der Sierslerte kragelt am liebsten auch noch. Der Vornehme lässt nur ein Stirnhaus anfahren, der stritt sich im Dämmel beim Kaiserschmal. So ist Gruß für die Big-Feinen Norden. Der eine wird alt in seinen protzigen Häusl, den anderen, den nehmen die Gangster als Geisel. Der eine sauft Cognac mit Monsieur Hollande. Der andere hat nette Marie für ein Gewand. Der eine, der surft umeinander im Netz. Der andere, der hat den Jochel zerhitz. Der eine ist Führer, der andere ist Volk. Der eine heißt Schürer, der andere Molk. Durch der Blädere, nein, der nimmt es nicht krumm. Weil er hat entschieden, mehr Publikum. Der eine schafft der andere pariert. Und wenn nicht, wird er eventuell füsiliert. Die Deutschen und Ösis haben killt Millionen und trotzdem sind es Opfer, wie es gern betonen. Weil einer schafft da und der war nie vor einer. Zumindest aus Linz, so sagt sie der Werner. Und ganz von hoch oben haben sie gekriegt den Befehl, direkt vom Himmel. Na, aus der Höhe. Gerade so, wie die einen sind ganz brav ins Gas, haben sie den anderen gedacht, da kannst du machen, einen Schaß, und haben zuckt mit der Achsel und haben sie reingetrieben. Und so sind auch sie alle Opfer nur geblieben. Der eine, der ist amüsant, der andere schiebt am Batzen Grant, der dritte kommt fast unvorgeiz, den vierten aber reiß in Kreuz. Der eine raucht ein Teigross, der andere braucht einen Bypass. Die eine Ufer bringt die andere nach Simmering. Das ist das große Leiden, heute kann sich keins entscheiden. Den einen Mann muss man assistieren, den anderen sogar arretieren, der andere muss noch Sing-Sing, beim einen genügt der Ehering. Durch alle verschiedenen haben eins gemeinsam, heimlich dann's Warnen und sterben oft einsam. Und stirbt auch der eine schon als kleiner Bub und das ursüße Mal als uralte Hure und einer als Kaiser, der andere als Weh. Für jeden war's Leben doch irgendwann schön. Doch der eine will leider der andere sein, was den wieder magert, weil er ist zwar fein, aber er will ja auch ein ganz anderer sein. Warum, denkt er, will dieser Narr nicht auch gleich jener sein, der ich gern war? Doch unter uns, sie werden es schaffen, weil alle drei schauen aus wie offen. Wir werden da nicht buggeln. Also das muss ich schon sagen, diese AKH-Dialoge, die Idee dazu, die haben wir gehabt, da in Tschochau. Wie der Hannes, der was die Zeichnungen zu den U-Bahn-Dialogen gemacht hat, und ich uns entschlossen haben, dass wir miteinander ein Buch machen und gleich ein Folgeprojekt.
Also an dem arbeite ich schon länger. Ja, und das geht lustig zu. Es ist ja eigentlich eine kleine Stadt, da gibt es alles drin. Ja? Da gibt es Solarium, Fußpflege, Maniküre, Geschäft. Und dann gibt es ein Blumengeschäft, wo ausdrücklich draufsteht, auch Brautschmuck. Also falls man noch gerade vor dem letzten Schneepfahrzeug quasi Witwe werden möchte oder so. Oder bevor er vor der letzten Presswehe oder so heiraten möchte. Also ich stelle mir das halt so vor. Aber das kommt jetzt gerade eh nicht vor. Also Eingangshalle, eine Freundin, Mann. Ich scheiß mich an. Da gibt's ein Reisebüro. Wo, da herin? Ja, da schau. Standesamt, Krankenkasse, Reisebüro. Für was brauchst du herin ein Reisebüro? Na erst, wenn du da lang genug umeinander liegst, möchtest du nachher sicher gern fortfahren. Ich nicht. Ich gehe auch den Krankenstand, das ist du. In der Trafik in der Halle, eine Frau bestellt, 3 Packerl Bollmol bitte. Der Verkäufer gibt dir 1,83. Nein, 3,80. Nein, 3 Packerl. Aber 1 kostet 3,80. 12 Uhr in der Halle. Ein dicker alter Mann sitzt auf einer Bank und brappelt vor sich hin. Eine ebenso dicke und alte Frau watschelt schnaufend auf ihn zu. Da schau Papa, 3 Wurstzimmern habe ich da gebracht und ein Gulaccio. Und ein Bier nicht. Aber ja, ein Bier kriegst du auch. Aber zuerst tust du mir was essen, dass du mir nicht umfällst, oder? Na fast war er der schon umkippt. Nüchtern, sagen sie um 8 nüchtern. Und dann hockst du umeinander da mit gekrochertem Magen, ein Hunger wie ein Wolf habe ich. Er fängt an zu essen. Na, ich hab's ja gehört, wie dein Magen gekrocht hat. Und jetzt sind wir es bald hören, wie es hinten rausgekrocht. Und so weißt du schon, warum das Herz so gesund. Das hätte ich den Doktor erzählen sollen. Platz vor dem Haupteingang, 1 Uhr früh. Ein Mann und eine Frau sitzen gemeinsam in eine Decke eingewickelt auf einer Bank. Sie rauchen schweigend. Der Mann. Hörst! Du hast ja Strumpfhosen an! Nur wenn es kalt ist. Und was glaubst du, für was ich hergekommen bin? Notfallambulanz 0 Uhr. Ja, das ist auch sehr lustig auf der Notfallambulanz, besonders in der Nacht. Ein Mann liegt dort auf einer Pritsche und ruft die Krankenschwester. Könnten Sie mir telefonieren, dass meine Frau weiß, wo ich bin? Die Krankenschwester bringt ihm ein Telefon. Könnten Sie für mich? Er sagt ihr die Nummer an, sie wählt und gibt ihm dann das Telefon. Nein, könnten Sie reden für mich mit ihr? Weil sie ist eine mit einem Temperament. Da sieht's gleich aus. Na, reden müssen schon selber mit dir. Geh, Schwester, so sind's doch nicht so. Die macht man ja gleich am Zirkus. Aber sie war halt eine Respektsperson. Na, hätten sie es halt nicht geheiratet. Zwei Männer, jeder eine Schulter in Gips, rauchen schweigend. Ein dritter kommt auf sie zu, offenbar auf der Suche nach Gesellschaft. Seid ihr es miteinander auf der Maschine busseriert? Nein, wir haben einen Herr Stoder kennengelernt. Ich bin vom Kerstenbaum runtergefallen. Und du? Mir hat es beim Dachdecker hergebracht. Scheiße, das mit der Maschine hat mir besser gefallen. AKH-Eingangshalle, zwei ältere Männer. Ja, grüß dich, was machst denn du? Du bist leicht krank. Ja, ich habe mir dann die Bandscheiben weh. Da ein Handgelenk. Geblätzchen in Handgelenk hat man gar keine Bandscheiben. Die sind in Kreuz. Und was soll das mir dann wehtun?